Weiter Rallye oder das Wiederauftauchen der Russlandkrise? Das ist die Frage, die die Märkte derzeit bewegt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, es ist eigentlich alles präpariert für eine neue Rallye. Wir haben die Situation in China, dass die Regierung Geld in die Märkte pumpt, um den Immobilienmarkt zu stützen. Das ist positiv. Die Schwellenländer sind wieder gefragt bei den Banken. Die Europeripherie wie Spanien, Italien wird gesucht. Da fließt neue Liquidität rein. All das spricht für eine Rallye, all das spricht für die Liquiditätsduselei, die jetzt einen neuen Aufwind wieder bekommt. Aber in Russland, da könnte sozusagen der neue Krisenherd sein, der neue alte Krisenherd, denn die EU plant offenkundig Sanktionen, die Russland faktisch von den Finanzmärkten ausschließen würden. Dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns erstmal an, was heute wichtig war, und das startet mit den Daten zum HSBC Einkaufsmanager Index verarbeitendes Gewerbe auf dem höchsten Stand seit 18 Monaten mit der 52,0. Das hat schon die asiatischen Märkte beflügelt und setzt sich so ein bisschen fort. Die China-Hoffnung ist wieder da. Diese Zahlen reflektieren einfach das Pumpen von Liquidität in die Märkte, das eben dann natürlich bestimmte Resultate, zumindest kurzfristig zeitigt. Mittelfristig ist es nicht wirklich nachhaltig, wie wir glauben. Dann hatten wir die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone durchweg besser. Ausnahme wieder mal Frankreich im verarbeitenden Gewerbe. Deutschland sehr, sehr stark. Das erste Mal, dass wieder wirklich gute Zahlen aus Deutschland kamen. Das hat dem Euro deutlich geholfen. Auch in Spanien gehen die Dinge voran. Und hurra, die Arbeitslosigkeit fällt auf 24,5% von knapp 30%. Das ist natürlich schon ein großer Sprung, aber immer noch ein Viertel aller Spanier arbeitslos, nach wie vor ein großes Desaster. Aber das sind die Zahlen, die die Märkte sehen wollen, um eben weiter Kapital in die Europeripherie zu stecken. Dann hatten wir wirklich skurrile Daten aus den USA. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 284.000 auf dem niedrigsten Stand seit 2006. Auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, sehr niedrig auf dem niedrigsten Stand seit 2007. Schwächer dagegen der Market PMI, also der Einkaufsmanager, der von der Firma Market ermittelt wird, unter der Erwartung mit 56,3. Und wirklich ein Desaster, die Neubauverkäufe mit minus 8,1%, knapp über 400.000 annualisiert. Da hatte man fast 500.000 erwartet. Das ist wirklich ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Obwohl die Neubauverkäufe nur 10% des US-Immobilienmarkts ausmachen, zeigt es doch, dass hier die Dinge nicht wirklich rundlaufen. Aber kommen wir zu den geplanten Sanktionen. Es ist wohl so, dass alle größeren Banken, vor allem diejenigen, die, wo die öffentliche Hand eine Beteiligung von über 50% hat, dermaßen sanktioniert werden, dass man zum Beispiel keine Anleihen dieser Banken kaufen darf als Europäer, dass man verschiedene Produkte dieser Banken nicht mehr kaufen darf. Das würde faktisch bedeuten, dass diese Banken vom westlichen Kapitalmarkt oder vom globalen Kapitalmarkt erstmal abgeschlossen werden. Und das würde vermutlich eine Reaktion Russlands zur Folge haben, gegen Sanktionen zur Folge haben, die diese Rallye, die wir derzeit erleben, durchaus in Frage stellen kann. Nochmal abschließend der Hinweis auf www.finanzmarktwelt.de heute und morgen. Da bin ich noch da, dann 2 Wochen im Urlaub, wird mich ein Kollege vertreten, nur zur Information, dann auch keine Videos. Jetzt schauen wir uns mal in die Charts rein. Das ist der DAX 9771. Wir hatten heute schon mal die 9800er Marke um ein paar Pünktchen übertroffen. Erst ging es relativ heftig nach unten, eigentlich nachrichtenlos. Da waren wir schon im Bereich 9670. Dann ging es ebenso steil wieder rauf, nachdem die Einkaufsmanager-Indizes deutlich besser waren. Und jetzt pendeln wir uns ein in der Mitte wieder oder in der oberen Mitte bei 9770. Da müssen wir nachhaltig drüber über die 9810er Marke etwa. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Hier sehen wir den Index bei 17.100 Punkten, aber hier diese Top-Bildungen, die machen uns ein bisschen stutzig. Hier müssen wir nachhaltig mal über diese Bereiche drüber, sonst droht auch wieder mal eine Gegenreaktion. Interessant heute die Entwicklung beim Euro. Zunächst der Fall auf ein Jahrestief bei 1,3470, dann ging es nach oben in Richtung 1,3490 sogar, dann aber wieder jetzt der Rücksetzer, aktuell 1,3465. Es waren die Einkaufsmanager-Indizes, vor allem der Einkaufsmanager oder die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, die hier die Gemeinschaftswährung stützen. Ganz anders sieht es beim Gold aus, das heute unter Druck ist. Wir sind bei 1289 Dollar. Das sieht nicht wirklich gut aus hier, diese Kurve, die wir hier sehen. Praktisch eine Formation, die sich nach unten auflösen sollte. Und das wird bestätigt auch durch die Entwicklung beim Silber. Hier sind wir knapp unter der 2050er Marke. Auch hier deutet manches auf eine Top-Bildung hin. Könnte sein, dass die Metalle jetzt vor schweren Zeiten stehen. Dollarstärke voraus. Schauen wir uns mal dann noch die Banco Espirito Santo an, die Problembank. Hier hat Goldman Sachs
heute verkündet, Aktien gekauft zu haben, und das ist normalerweise ein Signal für eine Rallye. Die konnte allerdings nicht ganz gehalten werden, dennoch die Aktie stark im Plus, nachdem es gestern schon deutlich nach oben ging. Also die Portugal-Krise ist hiermit offiziell für beendet erklärt worden. Zwei Aktien noch aus dem amerikanischen Bereich. Hier die Facebook, die gestern Zahlen geliefert hat, die die Märkte positiv überrascht hat. Die Aktie hier mit einem riesigen Gap auf einem Allzeithoch. Naja, so aussagekräftig ist das nicht. Die Aktie ist ja noch nicht so wirklich lange am Markt, aber doch deutlich positiv. Und auch Apple hält sich hier gut mit 96,69. Hier diese zwei Aktien, die durchaus erfreuliche Zahlen gemeldet haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Viele spricht für eine Rallye der Märkte, nämlich vor allem die China-Story und auch die Europa-Free-Story. Dagegen spricht, dass wohl die geopolitischen Spannungen mit dem morgigen Tag, wenn die EU-Außenminister sich wieder treffen oder EU-Diplomaten, die EU sich hier treffen wird, beschließen wird wahrscheinlich, dass man Russland hier noch stärker sanktioniert als bisher. Das könnte diese Rallye dann auch mal grundsätzlich in Frage stellen. Ihnen erstmal einen schönen Abend, machen Sie es gut, bis dann, ciao.